freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn sehr herzlich eine Frau begrüßen mit dem vermutlich ungewöhnlichsten Werdegang im aktuellen Kabinett. Hotelfachfrau, Bankkauffrau, Diplomkauffrau und jetzt Bildungsministerin. Wie geht das zusammen? Raunten viele gar nicht und vielleicht deshalb eben doch. Wie so vieles in ihrem Leben, wie im Hotel ihrer Eltern beispielsweise im Teutoburger Wald, in dem es selbstgebackenen Apfelkuchen mit Schlagsahne und Yogakurse gibt. Oder wie in ihrer Heimatkirche, in der sich Katholiken jeden Sonntag treffen wie immer, wo der Pfarrer aber, der dort predigt, mittlerweile aus dem indischen Goa kommt. Wie also geht sie um mit den vielen Widersprüchlichkeiten in ihrem neuen Amt? Auf der einen Seite dieses hehre deutsche Bildungsideal und auf der anderen Seite Lehrer, die sich halt katastrophal alleingelassen fühlen und die teils in Neukölln zum Beispiel auch alleine sind, weil am Freitag viele Schüler zum Beispiel statt in die Klasse lieber zum Freitagsgebet in die Moschee gehen. Was ist zu tun? Herzlich willkommen, Anja Karliczek. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Spannendes Thema. Ja, das letzte Jahr. Das letzte Jahr war nicht gut für Deutschland und daran hat Frau Merkel ihren Anteil, sagt eine Frau, die seit vielen Jahren den Politikbetrieb aus nächster Nähe beobachtet und die vor gut 15 Jahren, glaube ich, ein bis heute sehr lesenswertes Buch darüber geschrieben hat, wie Politik wirklich funktioniert. Und der erste Satz in diesem Buch lautet: Dies ist ein Buch ohne Moral. Also darüber, wie Politik wirklich funktioniert und die mit Blick auf das, was Angela Merkel gerade gemacht hat, sagt, da geht es in Wahrheit nicht um Machtverzicht, da geht es um Machterhalt. Stimmt es wirklich, dass viele in der CDU selbst davon überrascht sind und dass sie in ihrer Partei plötzlich sagen, da ist ja die Demokratie ausgebrochen? Oder wie es einer nannte, wir haben in der CDU jetzt den arabischen Frühling. Wer aus diesem Frühling also wird den Sommer überleben? Oder anders gesagt, könnte es für Friedrich Merz zum Problem werden, dass er gefühlt eher schon Oktober ist? Herzlich willkommen, Elisabeth Nia. Freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Ja, dann ein Mann bei uns. Dann ein Mann bei uns, dessen Leben wir uns in gewisser Weise ein bisschen so vorstellen müssen wie das von Günther Jauch, der mal erzählt hat, dass er beim Bäcker morgens öfter mal mit einer Quizfrage konfrontiert wird. Wollen Sie A. Mohn, B. Kümmel oder C. Laugenbrötchen? Von ihm wissen die Leute wiederum, dass er über ein unglaubliches Talent für Reime verfügt, weshalb die Leute in der noch so irren Situation spontan Reime von ihm verlangen. Da vorne ist ein Bus gegen die Laterne gefahren, mach doch mal ein Gedicht daraus. Er sagt, das wäre ungefähr so, als würde man einem Maurer auf der Straße zurufen, schau mal, da drüben liegen zwei Steine, bau daraus doch mal eine Mauer. Jetzt ist ihm eine herrliche Abrechnung mit einer Buchkategorie gelungen, die unglaublich erfolgreich ist in Deutschland, nämlich mit Ratgebern. Er sagt, es gibt da unfassbares Zeug, zum Beispiel das schöne Buch »Guter Sex«, trotz Liebe. Oder Bücher über Ziegen-Yoga, das darüber berichtet, was es mit einem Menschen macht, wenn beim Yoga auch eine Ziege im Raum ist. Entsprechend sagt er, Schluss mit diesem Selbstoptimierungswahn. Und sein Ratgeber trägt konsequenterweise den schönen Titel, Achtung, endlich erfolglos. Herzlich willkommen, Sebastian Kapsal. Ich freue mich sehr. Schön, dass du da bist, Sebastian. Ja, und wie der... Und wie der Zufall es will, hat auch sie gerade einen Ratgeber geschrieben. Naja. Schöne Aussichten auf die besten Jahre. Und tatsächlich lohnt in ihrem Fall die Lektüre, was nicht nur an der Abwesenheit von Ziegen beim Yoga liegt, sondern es geht eigentlich um die Frage, was gewinnen wir, wenn wir älter werden? Also wie gelingt der Übergang vom Tretroller auf den Rollator? Sie hat es getan und ist tatsächlich in Rente gegangen, vor ein paar Wochen erst. Unvorstellbar eigentlich bei ihr, bei jemandem, der auf Kirchentagen so begeistert hat und der mal als gute Wahl für die erste Bundespräsidentin gehandelt wurde. Sie sagt, Moment mal, es ist ja nicht so, dass wir Alten alle auf der AIDA sitzen und den ganzen Tag Champagner trinken. Was also dann? Sie sagt, im Alter haben wir auch die Pflicht, uns zu engagieren. Herzlich willkommen, Margot Käßmann. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Also, schöne Runde. Und die erste Frage von mir direkt an Sie. Sie sind ganz nah dran am Puls der CDU. Was hören Sie über das, was in den nächsten 5 Wochen passiert?
Ja, sind alle sehr aufgeregt und sehr neugierig. Das war ein Meteoriteneinschlag, was gestern passiert ist. Friedrich Merz in der Bundespressekonferenz. Mhm. Für Jens Spahn wird es eng, weil er um ähnliche Leute werben muss. Auf dem die kannibalisieren sich gegenseitig, ja? Genau, also das wird ein wirklich spannendes Wettrennen um den Parteivorsitz. Und ich glaube, also man merkt das, finde ich, ich bin ja mit dem Zug hergekommen nach Hamburg und die Leute im Abteil haben auch alle darüber geredet. Also das ist eine wichtige Sache. Also die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige, der jetzt Parteivorsitzender wird, ja auch unser nächster Kanzler oder Kanzlerin ist, ist ja relativ groß. Ja. Muss das so sein? Also ist das zwangsläufig so? Dass der den Parteivorsitz ergattert, auch zwangsläufig der nächste Kanzlerkandidat wird? Oder Kandidatin? Muss man auch mal dazu sagen. Ne? Ja, und dann eben auch Kanzler tatsächlich. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja doch relativ groß, auch dass die Union möglicherweise auch nach der Ende in der nächsten Legislaturperiode noch mal regiert. Ja. Und insofern, also historisch war es immer so, die Parteivorsitzenden wurden dann immer Kanzler oder Kanzlerkandidaten. Und ich fand, auch wenn im Moment nur um den Parteivorsitz gestritten wird, wenn man Friedrich Merz gestern aufmerksam zugehört hat, konnte man gerade so in der Schlussphase seines ja sehr kurzen Auftritts, das waren ja nur 20 Minuten, sehr ungewöhnlich, ja, sehr selbstbewusst, konnte man da eigentlich raushören, dass er der Meinung eigentlich schon ist, dass Parteivorsitz und Kanzlerschaft in einer Hand gehören, so wie es die Angela Merkel in der Vergangenheit ja auch gesagt hat. Und insofern habe ich das schon auch als Ansage empfunden, dass es nicht nur um ein Amt geht, sondern mittelfristig auch um zwei. So habe ich das rausgehört, ja. Und ich glaube, viele in der Union auch. Und innen geht es auch so, dass Sie sagen, arabischer Frühling in der CDU, da geht jetzt richtig was. Und die Frage ist, was ist an einem 63-jährigen Frühling? Das versteht man nicht so. Naja, also wenn immer gesagt wird, also wird jetzt, glaube ich, diese Woche 63, das ist ein Problem. Also er hat sicher einen anderen Auftritt als Jens Spahn, der ja unter 40 ist, viel mehr über Social Media kommuniziert, eine andere Ansprache hat. Also man merkt den Generationenunterschied schon, finde ich. Aber andererseits hat Friedrich Merz auch eine große Fangemeinde bei der Jungen Union. Und ich glaube, da wird man sehen müssen, was in den nächsten Wochen passiert. Also wenn er klug ist, macht er jetzt einen Schritt zu, zum Beispiel auf die Frauenunion, auf die Sozialpolitiker. Sein Job ist ja eben zu integrieren, wenn er den machen will. Also wenn er eine Chance haben will als Parteivorsitzender. Okay. Ich glaube, was in der CDU wirklich nicht erwünscht ist, ist, dass man wieder so einen Streit kriegt wie zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel. Also wenn er in erster Linie auf Konfrontation setzt und die Leute das Gefühl haben, das kann nicht gut gehen mit den beiden. Also ich glaube, dafür ist die Unterstützung für Angela Merkel auch nach wie vor auf jeden Fall groß genug, dass man nicht will, dass sie da irgendwie vom Hof gejagt wird oder überhaupt sowas, die Männer, wenn er es denn schaffen würde. Also ich glaube nach wie vor, das ist überhaupt nicht entschieden. Frau Kamm-Karrenbauer hat auch sehr gute Chancen, über die haben Sie ja, glaube ich, gestern hier in der Sendung geredet. Genau. Weil natürlich die beiden Männer auch ähnliche Leute ansprechen. Die werden sich möglicherweise Stimmen gegenseitig wegnehmen. Also da ist nach meinem Empfinden wirklich noch viel offen. Bevor wir gleich mit Frau Karliczek sprechen, die natürlich direkt aus dem Epizentrum des Geschehens kommt, Frau Käßmann, was erzählt man sich in Hannover über das, was da passiert? Haben Sie sich schon mit Gerd Schröder darüber ausgetauscht? Ich habe mit Gerd Schröder beim Bäcker darüber nicht ausgetauscht, ausnahmsweise. Ich denke, dass, aber was ich höre, ist, dass doch viele Leute sagen, jetzt haben wir bis Dezember wieder eine Debatte um Personen. Und wäre es nicht nötig, dass wir über den Zustand der Schulen, über den Zustand der Pflege und anderes andere sprechen? Aber hatten Sie im März noch auf dem Zettel? Hatten Sie den noch auf der Uhr? Oh, durchaus. Ich meine, der ist jetzt 10 Jahre weg gewesen, aber ich bin auch schon 60, also da war ich 50. Also ich habe ihn schon noch im Gedächtnis. Ja. Die Frage ist, wird er denn noch wiederkommen? Was glauben Sie? Ich kann es mir vorstellen, das hat ja Frau Nia gerade auch gesagt, weil viele in der CDU wahrscheinlich eine stärkere Profilierung erhoffen. Mhm. Aber ich sag mal, ich erhoffe mir mehr Sachdebatte und weniger Personaldebatte. Also, von Annegret Kramp-Karrenbauer oder von wem? Nein, das muss ich sagen, mein Eindruck ist eher, dass die Menschen müde sind, dass ständig diskutiert wird, Merkel oder Seehofer oder jetzt Merz. Naja, aber die stehen natürlich für bestimmte Dinge, ne? Also das ist ja schon nicht unwichtig. Die Leute sehen natürlich tagtäglich, wie es aussieht mit ihrem Mindestlohn, wie es aussieht, wenn du an der Kasse stehst, wenn du 450 Euro im Monat verdienst, wenn du Mütterrente hast oder wie es aussieht, wenn deine Kinder in eine Schule gehen, die in einem Zustand ist, wo du sagst, da kann mein Kind nicht zur Toilette gehen. Also ich glaube, das brennt den Menschen doch mehr auf den Nägeln. Glauben Sie wirklich, dass die Leute jetzt schon wieder genervt sind von Personaldebatten? Ich finde es gerade unheimlich belebend und spannend. Also sicher ist es belebend und spannend, über Menschen zu diskutieren. Aber ich glaube, also mein Eindruck ist, dass Sie haben ja gefragt, was mein Eindruck aus Hannover jetzt ist. Mein Eindruck ist, dass die Menschen wirklich denken, da sind viele Probleme im Land. Nehmen wir mal die Pflege beispielsweise. Und dafür brauchen wir Lösungen, und zwar schnell. Reden wir gleich drüber. Frau Karliczek ist bei uns, Bildungsministerin. Frau Karliczek, wer haben Sie, wenn Sie die drei hier sehen, haben Sie Ihre Wahl schon getroffen?
Ich glaube, wir müssen erst mal gucken. Die müssen ihre Programme erst mal vorstellen, wofür sie stehen. Also aber Sie kennen die ja alle drei bestens. Das stimmt, natürlich. Man kennt sie. Ja. Aber letztendlich müssen sie jetzt zeigen, wo sind die Unterschiede in ihren Programmen. Und wie Sie gesagt haben, wir müssen uns mal wieder über die Sache unterhalten und nicht ständig nur über die Köpfe reden. Insgesamt finde ich es sehr belebend, dass wir jetzt wieder demokratische Auswahl haben, dass wir mal zeigen können, wie belebend Demokratie sein kann. Aber letztendlich kommt es darauf an, dass Sie uns vorstellen, wo und wie stellen Sie sich die nächsten Jahre vor. Denn wir haben, glaube ich, große Herausforderungen. Was mögen Sie an Annegret Kramp-Karrenbauer? Dass sie ausgleichend ist, dass sie sehr intensiv sich darum bemüht hat, in den letzten Monaten auch die Partei wieder mitzunehmen. Die Zuhörtour, die sie gemacht hat, fand ich einen richtig guten Ansatz, einfach mal zu zeigen. Die Welt hat sich sehr schnell geändert in den letzten Jahren. Ja. Und da einfach mal zu gucken, was bedrückt denn die Menschen, gerade auch unsere Mitglieder sind da ja auch noch mal, das ist ja das Wesen einer Partei, dass man Mitglied ist, damit man mitreden kann. Und da hat sie denen natürlich wieder eine Stimme gegeben. Fand das heißt, gut. Weiß Jens Spahn schon, dass sie nicht wählen? Och, Herr Lanz, ich habe doch gerade gesagt, er soll mal sein Programm erst vorstellen und dann gucken wir mal weiter. Das klang jetzt aber nicht so nett wie eben bei Frau Kramp-Karrenbauer. Das ist jetzt Ihre Wertung. Was bedeutet denn die Tatsache, dass da im Grunde, das wird ja alles in Nordrhein-Westfalen entschieden, ne, das ganze Thema. Merz oder und im Saarland, oder? Bitte? Oder im Saarland. Ja, aber NRW ist der wichtigste Landesverband. Sie kommen selbst aus NRW. Stimmt, wir sind der größte Landesverband und natürlich stellen wir dann auch die meisten Delegierten. Ja. Aber insgesamt ist Deutschland dann noch größer. Nordrhein-Westfalen sind auch nur 20%. Also von daher gibt es auch noch andere Delegierte. Nee, aber von über 1000 Delegierten kommen 300 ungefähr aus Nordrhein-Westfalen. Also so, und für eine Mehrheit braucht man mal 501, oder? Ja, ich weiß, Sie sind die Bildungsministerin, ich kenne mich da nicht so aus, aber... Hinter wem steht denn dieser Landesverband? Da ist ja schon anfangsweise drüber gesprochen worden, dass wir wahrscheinlich kein einheitliches Votum abgeben werden, weil schon auf der einen Seite zwei aus unserem Landesverband kommen und letztendlich auch viele Herzen Annegret Kramp-Karrenbauer zufliegen. Von daher, wir werden, denke ich, entscheiden können und sollen, wie wir wollen. Okay, seit wann wussten Sie, dass Angela Merkel geht als Parteivorsitzende? Ich habe in der Bundesvorstandssitzung gesessen, als sie uns das gesagt hat. Aber natürlich hatte sie es vorher im Präsidium gesagt und es ging ja schon überall über die Ticker. Ich meine, die hat Sie auch genauso überraschend geholt, ne, ins Kabinett. Das stimmt. Wussten Sie davon gar nichts? Sie sind da von kalt erwischt worden. Wie läuft sowas? Wie wird man Minister? Ruft da einfach Frau Merkel an und sagt... Hier, Frau Merkel, können Sie sich vorstellen, haben Sie Zeit, haben Sie Lust, umziehen? Wir haben schon anständig miteinander gesprochen, aber gerechnet habe ich natürlich deswegen nicht damit, weil wir in der Woche vorher wiedergewählt waren als parlamentarische Geschäftsführer. Von daher war für mich eigentlich klar, okay, ich mache dieses Amt jetzt noch 4 Jahre als parlamentarische Geschäftsführerin. Insofern habe ich nicht damit gerechnet, dass man mich jetzt in irgendeiner Weise auf dem Schirm hat und mit ins Kalkül zieht. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut, als sie angerufen hat und gesagt hat... Ist das vorher schon mal passiert? Ruft sie öfter an, so persönlich, oder schickt sie eher SMS? Jetzt ruft sie öfter an und schickt mal SMS, beides. Weil vorher sie nie? Das war der erste Anruf? Ja. Das heißt, der erste Anruf direkt... Wie geht das dann? Sonst spricht man ja eher in Runden miteinander. Also wir treffen uns ja in verschiedenen, entweder gehen wir als soziologische Gruppe mal zu der Bundeskanzlerin. Als oder soziologische Gruppe? Ja, zum Beispiel als Gruppe der Frauen sind wir dann mal bei ihr gewesen. Oder sie ist ja auch jede Woche bei uns. Das klingt so nach Waldorf-Sitzkreis oder so. Okay. So funktioniert Demokratie. Soziologische Gruppe. Sehr gut. Das ist was für dich, Sebastian, ne? Soziologische Gruppe, da rattert es bei dir direkt wieder. Ja, ich sehe das. Ja, ich wusste das auch nicht, dass es so soziologische Gruppen da gibt an der Stelle. Ja, so. Genau. So, und dann ruft sie an und sagt irgendwie, können Sie sich vorstellen, dass Sie siezen sich nämlich an? Mhm. Ja, sie hat mich erstmal zum Gespräch gebeten und dann hat sie mir das im Gespräch gesagt, ob ich mir vorstellen könnte, dieses Amt zu übernehmen. So, und dann sitzt man da und was fragt man da? Sagt man dann, warum ich? Ja, und dann macht man sich, also im Grunde geht es ja so, dass man erstmal sacken lassen muss und mal Gedanken machen muss, will ich das jetzt oder ist das jetzt, passt das jetzt zu mir? Ist das jetzt mein Thema? Ich habe ja vorher auch ein anderes Thema gehabt. Will ich mich damit so intensiv auseinandersetzen? Ja, also ich hätte Sie eher in der FDP vermutet, Hotelsteuer oder sowas. Nein. Ja, aber wirklich, Ihr Werdegang ist sehr ungewöhnlich. Ne? Sie kommen aus dem Hotelgewerbe zunächst mal ursprünglich, was ja überhaupt nichts Verwerfliches ist. Sie haben von der Pike auf das Geschäft wirklich gelernt. Genau. Und das war auch, glaube ich, nicht immer einfach. Dann haben Sie, sind Sie eigentlich gelernte Bankkauffrau? War richtig, ne? Richtig, ja. So.
dann Fernstudium gemacht an der Uni in Hagen. Aber mit Bildungspolitik sind Sie eigentlich nie so direkt in Berührung gekommen, oder doch? Wenn, dann über die Kinder. Ja. Da wir ja noch drei Kinder haben und die ja im Grunde, ich sag mal, ganz normale Laufbahn, wie das in Deutschland so ist. Sie gehen in die Schule, sie gehen dann aus der Schule ins Studium oder in die Ausbildung, und so war das bei uns halt auch. Aber die Qualifikation haben wir ja alle, also so, Kinder und... Aber das ist ja das Missverständnis, was wir in der Politik haben. Wir übernehmen für politische Schwerpunkte ein Ministerium. Ein Ministerium in der Sache, in der Tiefe der Sache, wird ja, ich sag mal, über die Administration geführt. Wir sind der politische Kopf. Sie und verkaufen das, muss man das einfach, sozusagen nach außen? Ich verkaufe das und ich gebe natürlich eine Richtung, einen Schwerpunkt. Diese Dinge sind dann politische Aufgabe. Aber ganz viel in so Ministerien ist Alltagsgeschäft. Das wird auch deswegen nicht geändert, weil jetzt, ich sag mal, ein neuer politischer Kopf kommt. Das heißt, den Beamten dort ist es eigentlich egal, wer unter Ihnen oder das haben Sie jetzt gesagt. Nein, ich habe gesagt, es gibt einen politischen Schwerpunkt, den man setzt und den man dann die nächsten vier Jahre bearbeitet, wo man einfach sagt, das ist mein Schwerpunkt, das ist mir wichtig, dass wir an der Stelle mehr tun, als wir vorher getan haben. Aber es gibt eben ganz viele Aufgaben, die über Jahre gehen. Und da kann man eben auch nicht nachsteuern, weil das sind vertragliche Verhältnisse dahinter. Aber weil wir gerade so über basisdemokratische Vorgänge sprechen, das ist ja hochinteressant. Also hätten Sie auch ein anderes Ministerium genommen, wenn Sie gesagt hätte, pass mal auf, ich habe da dieses kleine Problem, die Panzer fahren nicht und die Hubschrauber fliegen nicht und so. Also ich muss sagen, gerade Bildung und Forschung fand ich super spannend, weil es ist einfach ein super spannendes Thema. Und wir haben gerade in den Bereichen im Moment große Herausforderungen zu bestehen. Aber es ist doch auch ein Minenfeld. Sie haben es da zu tun mit lauter Akademikern, mit Lehrern, mit Professoren. Wie Menschen, die schon von Haus aus immer alles besser wissen als alle anderen. Das haben Sie jetzt aber gesagt. Das habe ich überhaupt nicht so festgestellt. Nein, aber das meine ich gar nicht despektierlich. Aber da gibt es natürlich eine große Kompetenz auch. Und da gibt es natürlich auch, und das wird wahrscheinlich der eine oder andere nicht bestreiten, auch eine gewisse Arroganz zum Teil. Hat man da Angst vor so einer Aufgabe? Nein, man muss mit gesundem Selbstbewusstsein und einer gesunden Mischung von ich will mich da einarbeiten, so muss man da rangehen. Und dann werden Sie ganz schnell feststellen, dass die meisten das auch akzeptieren und sich freuen, wenn man Freude an den Aufgaben hat und wenn man gerade auch im Bereich Forschung, worum geht's denn da? Neugierig sein. Die Forscher sind neugierig. Und Neugierde ist etwas, was ich auch für mich in Anspruch nehmen kann. Und das verbindet an der Stelle schon wieder. Und ich bin ganz viel jetzt in den letzten Wochen und Monaten unterwegs gewesen. Es war ein großer Spaß, gemeinsam zu gucken, an welchen Bereichen die forschen. Aber Spaß ist ja kein Kriterium in der Politik. Es geht doch. Sie haben den größten Bildungsetat, den es jemals gab. 13, wie viel Milliarden? 18,1 Milliarden. Das ist eine gigantische Verantwortung. Und ich meine, ist einem klar, wenn man so einen Job übernimmt, was zum Beispiel im deutschen Bildungssystem, was da gerade auch alles schiefläuft, was wir da für Probleme haben, mit welchen Aufgaben wir da konfrontiert sind? Ja, wir haben viele Aufgaben. Wir haben aber deswegen viele Aufgaben, weil natürlich in den letzten Jahren auch viele Herausforderungen in Schulen und Hochschulen reingetragen worden sind. Nehmen wir nur mal die Digitalisierung, um mal einen Bereich zu nehmen, wo wir uns ja jetzt mit dem Digitalpakt auf den Weg machen und die Schulen dann digital ausstatten wollen. Diese Sachen haben alle eine Weile gedauert und wir müssen jetzt sehen, dass wir sie umsetzen, dass wir in den Schulen die Digitalisierung ankommen lassen. Aber in den Schulen ist natürlich auch vieles angekommen an Herausforderungen durch die Flüchtlingskrise, dadurch, dass Inklusion ist ein großes Thema in den Schulen gewesen. Da sind in relativ kurzer Zeit viele Anforderungen an die Schulen herangetragen worden. Und ich hoffe, dass wir jetzt im Grunde die Konsolidierungsphase erleben, dass jetzt nicht noch neue Anforderungen kommen, sondern dass wir mit dem Digitalpakt jetzt aber in die Umsetzung kommen. Aber wo ansetzen? Dieser Digitalpakt, von dem Sie sprechen, der sollte eigentlich schon seit 2 Jahren, am Start sein. Ist er immer noch nicht. Das funktioniert. Wir sind aber jetzt auf einem guten Weg. Wir haben ja die Grundgesetzänderung im Kabinett schon beschlossen. Die muss jetzt noch im Deutschen Bundestag und im Bundesrat beschlossen werden. Und dann, wir haben jetzt parallel die Bund-Länder-Vereinbarung verhandelt, wo quasi die Aufgabenverteilung festgelegt wird zwischen Bund und Ländern. Und dann kann es, wenn alles normal läuft, Anfang Januar 2019 losgehen. Aber müssen Sie nicht mal, gerade auch bei dieser Schwierigkeit, die das deutsche Bildungssystem hat, ich meine, die sind die Länder, Bildung ist Ländersache vor allen Dingen. Und worauf ich verzweifelt warte, seit 7 Monaten sind Sie mittlerweile im Amt, dass ich Sie höre, dass ich Sie wahrnehme, dass ich jemanden höre, der kämpft für etwas. Und gerade in Zeiten, in denen wir nur noch Personaldebatten führen, rund um Horst Seehofer und Angela Merkel. Das kann es doch nicht sein, dass wir so ein Zukunftsthema wie Schule dermaßen über den Tellerrand fallen lassen. Das kann doch nicht sein. Zum einen haben wir es nicht über den Tellerrand fallen lassen, aber wichtig ist auch, dass man sich erst vernünftig in die Dinge, die man dann entscheiden soll, auch einarbeitet.
Also das ist etwas, was ich für mich auch in Anspruch nehme. Und wenn das 4 Wochen länger dauert, halte ich das für sehr vernünftig, dass man sich erstmal wirklich in die Tiefen begibt und sagt, ich will auch durchdringen, worum es da wirklich geht. Und dann zu sagen, ja, jetzt gehen wir in die Umsetzung. Wir gehen jetzt auch in die Umsetzung mit dem Thema Brennpunktschulen, mit dem Thema Digitalpakt, dass die Digitalisierung in die Schulen geht. Wir sind auf Thema Brennpunktschulen, können wir das einmal kurz rausnehmen? Ich will es gerne konkret haben, möglichst konkret, damit die Leute das auch verstehen. Was bedeutet das denn für Sie, Brennpunktschule? Ich erlebe zum Beispiel Lehrer, die auch hier saßen, die ich bei Gesprächen, wenn wir Dokumentationen drehen zum Beispiel, die mir sagen, wir haben da eine ganze Generation, die fahren wir gegen die Wand. Wir haben eine ganze Generation, die sind heute nicht mehr in der Lage, die Schulbücher zu verstehen, die sie vor 10 Jahren noch verstanden haben. Mhm. Ich habe neulich mit einer Berliner Lehrerin gesprochen, 12-Jährige unterrichtet die, die sagte, ich habe da 25 Kinder sitzen, in Moabit war das, und von denen wusste kein einziger, was das Wort Deich bedeutet. Kein einziger. So, das ist ja der Punkt. Die Heterogenität in den Klassen ist eine echte Herausforderung. Und gerade natürlich in den sozial schwierigen Ecken, wo sich dann natürlich auch soziale Probleme neben den Problemen des Lernens und des unterschiedlichen Stands natürlich ballen. Aber das sind genau die Dinge, die wir ja zum Beispiel mit so Programmen, die wir immer mit den Ländern zusammen machen, dann auch anpacken. Dass aber wir konkret, sagen, ganz wofür, klar, wofür kämpfen Sie ganz konkret? Ich würde gerne mal wissen, gehen wir irgendwann mal an den Punkt, dass wir sagen, wie die Franzosen zum Beispiel, Macron hat das gemacht, der einfach die Schulpflicht um 3 Jahre sozusagen nach unten verlängert und sagt, wir wollen sicherstellen, dass Kinder aus schwierigen Familien, aus schwierigen Verhältnissen, dass die einfach diese Sprache dieses Landes lernen. Und wir machen das jetzt verpflichtend. Wir gehen immer noch hin und sagen, können wir nicht, weil wir wollen den Leuten nicht in die Lebenswirklichkeit eingreifen. Habe ich mit Frau Giffey mich einmal hier sehr auseinandergesetzt in der Sendung. Wie stehen Sie dazu zum Beispiel? Ja, ich glaube, wir dürfen eins nicht tun. Wir reden permanent über Strukturen und glauben, wenn in der Struktur alles gleich ist, dann haben wir irgendein Problem gelöst. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Schulstrukturen sind auch gewachsene Strukturen in den Bundesländern. Man muss doch nur mal gucken, in Sachsen ist G8, sind die völlig glücklich mit G8, liefern super Ergebnisse ab bei allen Studien. Und in Nordrhein-Westfalen gehen wir gerade zurück zu G9, weil es nicht akzeptiert wurde, weil es nicht rund gelaufen ist in der Einführung. Und alle gesagt haben, nee, G9 ist uns lieber, wir wollen den Stress für die Kinder nicht in den Schulen. Daran sieht man schon, dass wir nicht immer nur Strukturdebatten führen dürfen, sondern dass wir wirklich gucken müssen, wie lösen wir die Probleme, die die haben. Und zum Beispiel so ein Programm Brennpunktschule, wie wir das jetzt mit den Ländern machen, soll ganz gezielt in die Bereiche gehen, wo wirklich die Schwierigkeiten am größten sind. Und da muss man dann gucken, hilft es, mehr Personal dahin zu schicken? Hilft es, ich sag mal, die Kinder vielleicht auch anders zusammenzubringen, dass sie homogener sind in ihrem Lernen? Das sind aber Fragen, die wir dann lösen, indem wir die Programme, die wir auflegen, wir sollen im Wettbewerb die besten Konzepte hervorbringen. Und diese Konzepte können dann hinterher ausgerollt werden. Aber Frau Kalitschek, dafür haben wir doch gar nicht mehr. Ich meine, das, was Sie sagen, ist alles richtig. Aber dieses Gespräch hätte ich so vor 5 oder 10 Jahren auch schon führen können. Und ich hätte genau die gleiche Antwort bekommen. Das glaube ich jetzt wiederum nicht, weil wir im Moment eine Menge Geld in all diese Programme hineinstecken, was wir wahrscheinlich vor 5 Jahren in der Form noch nicht gehabt hätten. Das mag aber sein. Trotzdem muss man die Probleme, die man hat, ganz ja jetzt konkret, angreifen. Ganz konkret die Frage, was ist mit Schulpflicht ab 3? Kita-Pflicht ab 3. Nicht zu machen mit Ihnen? Nein. Ich glaube auch nicht, dass das eine Lösung ist. Im Gegenteil, heute gehen die Kinder ja schon sehr früh in die Kita. Die meisten Kinder besuchen die Kita irgendwie ab dem 2. Lebensjahr. Bildungsbürgertum. Bildungsbürgertum. Wie nehmen wir die Leute mit, die ein Problem mit der Sprache haben, die zum ersten Mal wirklich mit deutscher Sprache konfrontiert werden? Also ich kann werden. Mir zum Beispiel vorstellen, wir haben ja jetzt unser Ganztagsprogramm. Wir wollen ja den Ganztag in der Grundschule als Angebot jetzt über ganz Deutschland ausrollen. Angebot. Das ist ein als Angebot, ja, nicht verpflichtend, weil es auch sehr unterschiedlich ist, wie es angenommen wird. Wir haben auch Sozialstrukturen, die dafür sorgen, dass zum Beispiel da, wo der Sportverein noch am Nachmittag stattfindet, die Sozialstruktur ist mindestens genauso wichtig, als ein Angebot über einen Ganztag in der Schule zu machen. Wenn wir die Sozialstrukturen, die wir vor Ort haben, gerade in den Dörfern kaputt machen, weil wir etwas verpflichtend machen, was nicht verpflichtend sein muss, dann haben wir den Kindern nicht geholfen. Wir müssen den Ganztag als Angebot so bringen, dass wir dadurch mehr Zeit für die Kinder haben, ihnen dann aber auch bessere Förderung zukommen zu lassen. Es ist nicht nur das Sein in der Schule, sondern dann muss die Förderung darauf auch passen. Trotzdem nochmal, es geht doch um die Frage, wie wir das schaffen, diese Heterogenität, von der Sie eben gesprochen haben, wie wir das alles unter einen Hut kriegen. Nochmal zitiert aus einem Gespräch mit dieser Berliner Lehrerin, die mir sagt, wir sind an einem Punkt, ich habe noch nicht mal eine E-Mail-Adresse für meine Schule, sondern ich melde mich als Schule bei gmx oder web.de an. An der Stelle stehen wir.
Ja, da hilft aber definitiv das Thema, dass wir jetzt die Digitalisierung vorantreiben. Wir sind zum Beispiel im Moment auch daran, und das macht der Bund, wir entwickeln eine Schulcloud, dass Lehrer und Schüler miteinander kommunizieren können, wie eine WhatsApp-Gruppe. Das soll so funktionieren wie eine WhatsApp-Gruppe. Ab wann wird das sind kommen? Dinge, die Schulcloud ist fertig 2020. Wir fangen jetzt an, die Schulen auszustatten. Wenn sie ausgestattet sind mit Infrastruktur, dann muss die Schulcloud fertig sein, dass dann die Lehrer. Was ist mit dem eben zitierten Beispiel Neukölln? Am Freitag bleibt die Schule teilweise die Klasse leer, weil die Kinder in der Moschee nebenan sind. Habe ich einen Satz von Ihnen gelesen, dem Sie sagen, da muss man halt mal gelegentlich die Polizei rufen. Ist das alles, was uns dazu einfällt? Ich glaube, wir müssen, wenn wir Schulpflicht haben, in Deutschland sie auch durchsetzen. Und das müssen wir auch klar machen. Das kann man vielleicht einmal versuchen, indem man mit den Leuten spricht und sagt, es gibt hier Schulpflicht und ihr habt eure Kinder zu schicken. Aber wenn es nicht funktioniert, muss es auch Konsequenzen haben. Wenn wir Recht nicht durchsetzen, dann macht demnächst hier jeder, was er will. Das geht auch nicht. Ja, das ist richtig. Das ist ja auch ein Satz, für den man Applaus kriegt. Frau Mia, wie erleben Sie das denn als Mutter auch einer Tochter? Haben wir einen Bildungsnotstand oder haben wir keinen? Ja, total. Und ich würde mir auch eine Bildungsministerin wünschen, die noch stärker Stopp schreit, als sie das bisher machen. Wir haben uns ja kennengelernt, kurz bevor Sie Ministerin geworden sind. Da habe ich Sie auch mal in das Hotel begleitet, aus dem Sie kommen. Und ich freue mich wirklich immer, wenn ich Sie höre, so, weil Sie, glaube ich, wirklich aus dem realen Leben viel von Ihrem Wissen schöpfen. Und weil Sie Kinder haben, die in der Schule waren und all das. Das finde ich super, dass so jemand im Kabinett ist. Und es gibt, glaube ich, auch eine starke Sehnsucht nach Leuten, die so geerdet sind. Das steht für mich total richtig, auf der Habenseite. Aber ich glaube auch, weil Sie neu im Amt sind, sind Sie sehr vorsichtig. Und die Zeit haben die deutschen Schulen nicht und die deutschen Schüler nicht. Und Deutschland, wir sind so ein reiches Land. Und ich habe als Journalistin schon so viele Wahlkämpfe mir angeschaut, wo immer gesagt wurde, genau, Bildung ist das wichtigste Thema überhaupt und kein Kind soll zurückfallen und all diese Sätze. Und wir haben immer noch 20% Hauptschulabbrecher und wir haben immer noch viel zu schlechten Schlüssel, also viel zu wenig Erzieher in den Kitas. Und wir haben mittlerweile Quereinsteiger. Wir haben Leute, die in fünf Wochen zum Lehrer ausgebildet werden. Ich meine, Gott sei Dank gibt es diese Leute. Und Sie sagen auch zu Recht, Quereinsteiger muss nicht unbedingt schlecht sein. Aber ganz ehrlich, das ist keine Links-Rechts-Frage. Also auch in Ihrem Bundesland in Nordrhein-Westfalen, da hat auch eine schwarz-gelbe Landesregierung sich eben um Brennpunktschulen gekümmert. Und es ist eine Prioritätenfrage. Wenn Sie sagen, Ihnen sind die Kinder auf dem Dorf, die dann nachmittags ihren Sportverein machen sollen, anliegen und deswegen ist Ganztagsschule nicht so wichtig, da würde ich sagen, ich gönne jedem seinen Fußballkurs am Nachmittag. Aber die Prioritäten müssen erstmal die Kinder sein, die wirklich nicht mehr den Stoff haben. Also die Priorität muss wirklich in den Großstädten bei den Kindern, die zurückfallen, die keine Ausbildung kriegen. Wir sind ein alterndes Land. Also wir brauchen auch jeden von denen. Und gerade bei Jugendlichen, es ist in den letzten Jahren eben wirklich immer viel von Kleinkindern die Rede gewesen, frühkindlicher Förderung, alles richtig. Aber deswegen ist das Thema Jugendliche total aus dem Blick geraten. Das hat auch das Deutsche Institut für Jugendforschung in München hat das in einem großen Bericht letztes Jahr noch mal diagnostiziert. Also das Thema Jugendliche, Teenager, davon ist kaum noch die Rede. Diese ganzen Begriffe Bundesjugendspiele, die stammen alle von vor 20 Jahren, was man so Jugendzentrum und so, ja. Ich höre Lehrerinnen und auch Lehrer, die hier sitzen, die sagen, ich bin überhaupt nicht mehr mit Lehren beschäftigt, sondern ich bin mit Erziehen beschäftigt. Und das kann nicht sein. Wir brauchen mehr Pädagogen an den Schulen, Erzieher, die nicht nur den Stoff vermitteln, sondern sich wirklich auch um die Kinder kümmern. Und das ist eine Prioritätenfrage. Sie sind ja sozusagen der Dagobert Duck des Kabinetts. Sie sitzen wirklich auf einem großen Geldsack. Sie haben alle Ressourcen, aber sie haben keine Zeit mehr für diesen Digitalpakt, den Sie machen. Wer weiß, wie lange diese Regierung noch hält. Das weiß ja keiner besser als Sie. Das hängt auch von Ihrer Partei und so weiter ab. Sie müssen wirklich jeden Tag nutzen, um das jetzt auf die Schiene zu bringen. Ich kann wirklich diese ganzen Ankündigungen nicht mehr hören. Was machen wir da? Speziell bei diesem Thema auch. Also Erziehung, die plötzlich auf dem Schulhof stattfindet und nicht mehr zu Hause. Wie kriegen wir die Rolle der Eltern da wieder neu definiert? Wie kriegen wir diese Leute dazu, das zu tun, was eigentlich ihre Aufgabe ist? Und Schule dann dazu, bitte schön, das zu tun, was deren Aufgabe ist? Indem wir das vor Ort thematisieren, indem wir Orte finden, wo wir im Grunde diese Dinge miteinander gestalten können. Sie haben gesagt, ja, wir müssen in den Städten die Kinder erreichen. Auf dem Dorf haben wir nicht das Problem. Deswegen hilft es auch nicht, wenn ich jetzt im Grunde ganz Deutschland verpflichte,
Schichten den Ganztag mache. Das löst nämlich das Problem nicht. Ich muss da den gebundenen Ganztag machen und das kann ich ja dann, wenn wir unser Ganztagsschulprogramm durch haben, dann kann ich ja da gezielt den Ganztag machen. Da kann ich dann eben auch über den Ganztag die Probleme lösen. Da kann man dann ja auch sagen, wir schicken da mehr Lehrer rein. Aber das ist eben keine Entscheidung, die ich aus Berlin heraus flächendeckend für ganz Deutschland treffen kann. Aber die Probleme sind ja nicht auf dem Dorf, ne? Die Probleme haben wir in den Städten. Ja, natürlich. Da haben wir das große Thema. Dann muss man das Problem da lösen, wo es auftritt. Es hilft nichts, zu sagen, wir machen jetzt gebundenen Ganztag über ganz Deutschland. Dann zerschlagen wir vielleicht gute Strukturen, ohne am Ende wirklich schon diejenigen erreicht zu haben, die wir wirklich erreichen wollen. Wir müssen doch gucken, wie wir die Kinder, die wir erreichen wollen, denen wir helfen wollen, auch wirklich erreichen. Und das erreichen wir nicht, indem wir sagen, wir machen aus Berlin heraus einen gebundenen Ganztag. Aber wir erreichen es auch nicht, indem wir sagen, das basiert alles auf Freiwilligkeit. Und ob diese Lehrerin, mit der ich da gesprochen habe, auch mit anderen Lehrern, mit denen ich spreche, die haben teilweise 25 Kinder da drin. Das sind alles unglaublich engagierte, gute Lehrer. Absolut. An denen liegt es nicht. Und zwar definitiv nein. Ich gehe sogar noch weiter und sage, wenn wir diese Lehrer nicht hätten, wären wir noch in einem ganz anderen Zustand, in einer ganz anderen Verfassung. Die fühlen sich, geht es nicht an sie persönlich, aber die fühlen sich von der Politik absolut alleingelassen. Die sagen, die erzählen in Sonntagsreden immer, jetzt wird alles besser. Und in Wahrheit erleben wir, wie ein ums andere Mal Dinge zusammengefasst werden und noch weiter zusammengefasst werden und alles unter einem Dach. Und dann macht ihr mal und seht zu, wie damit zurechtkommt. Und die haben dann teilweise 25 Kinder, von denen ungefähr 5 so Deutsch sprechen, dass ein normaler Unterricht möglich ist. Und das erklärt ja, warum du dann Schulbücher, die 10 Jahre alt sind, nicht mehr benutzen kannst, weil die Kinder sie nicht verstehen. Wir haben neulich mit einer ehemaligen Deutschlehrerin, Kinderbuchautorin hier aus Hamburg gesprochen, die sagte, sinnentnehmendes Lesen ist ein Riesenthema. Wir haben Kinder immer mehr, die in der Lage sind, Buchstaben aneinander zu reihen. Dann steht ja, das Haus brennt. Aber die verstehen nicht, was das heißt. Die verstehen nicht, dass das Haus brennt. So, aber genau an diesen Stellen kann ja zum Beispiel dieses Brennpunkt-Schulprogramm ansetzen, dass man genau gezielt auf dieses Problem eingeht und in der Schule überlegt, was kann im Grunde das richtige Instrument sein, indem man dann eben da den gebundenen Ganztag macht und sagt, ich gebe zusätzliche Lehrer da hinein und die kriegen dann eben zusätzliche woher Stunden, sollen die kommen? Um das sinnentnehmende Lehren... Katschek, woher kommen diese Lehrer her? Entweder... Kurzfristig können es eben Quereinsteiger sein. Langfristig sind wir ja gerade dabei, mit den Ländern zusammen die Kapazitäten für Lehrerausbildung zu erhöhen. Wir machen gerade im Moment ein Programm mit den Ländern zusammen, Qualitätsoffensive Lehrerbildung. Da geben wir ja Geld da rein, um eben die Lehrer weiterzubilden. Wie lange braucht das, bis diese Lehrer ausgebildet sind und an der Schule sind, da wo wir sie brauchen? Das Lehramtsstudium dauert 5 Jahre. So, das heißt, bis dahin machen wir was? Es kommen ja immer wieder Lehrer es sind ja Lehrer in der Lehrerausbildung. Wir haben übrigens auch nicht in jedem Bundesland das gleiche Problem. In Hessen, wo jetzt gerade Wahlen waren, haben wir eine Lehrerversorgung von über 100%. Wir müssen auch da gucken, wo haben wir die großen Lehrerdefizite. In Nordrhein-Westfalen hat die Kollegin Gebauer gerade ein Programm gestartet, dass sie gesagt hat, wir wollen Lehrer von der Sekundarstufe 2 in die Primarstufe bringen, weil wir die Defizite bei der Lehrerversorgung definitiv in der Primarstufe haben. Aber schon alleine daran sehen Sie, wie unterschiedlich die Probleme sind. Das, und deswegen kann man die nicht mit einem Programm aus Berlin heraus lösen. Das verstehe ich mit einem Programm, aber meinen Sie nicht, dass wir da irgendwo auch eine andere Kultur brauchen? Ich habe neulich mit Herrn Descher, heißt er, glaube ich, gesprochen. Das ist ein ehemaliger Polizeibeamter, Kommissar aus Mecklenburg-Vorpommern, der mittlerweile ehrenamtlich ehrenamtlich an Schulen tätig ist und der mit Lehrern spricht. Da geht es um Deeskalationsstrategien unter anderem. Der berichtet von einer Lehrerin, die von einem Schüler plötzlich ein Messer hier am Hals hat und dann dort minutenlang mit dem steht. Und ein junges Mädchen aus der Klasse kommt dann und sagt, pass auf, lass das jetzt mal lieber, das gehört sich so nicht. Danach geht sie zum Schulleiter und der sagt ihr, da müssen Sie durch. Das ist eine Antwort, die vergisst ihr in ihrem ganzen Leben nicht. Nee, und das kann auch nicht sein. Wir dürfen die Lehrer nicht mit den Problemen alleine lassen. Das kann auch nicht sein. Das tun wir faktisch. Und wenn wir das immer bagatellisieren und dann sagen, das ist ein Einzelfall und das kommt nur da und dort, dann machen wir es uns schlicht und ergreifend zu einfach. Was machen wir denn mit solchen Strukturen? Sowas darf gar nicht passieren und sowas muss auch ein Thema sein. Es gibt ja Regeln in der Schule und das ist ja definitiv strafbar. So, dann muss man eben diese Konsequenzen, unser Recht gibt das her, dass das auch Konsequenzen hat.
dann muss man aber auch sehr konsequent diesen Weg gehen. Ich kann nicht sagen, ich habe damit nichts zu tun, wenn das in meiner Schule passiert. Ich sage nicht, dass Sie diejenige jetzt sind, die das Problem jetzt sofort an Ort und Stelle lösen soll. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Nein, alles gut. Aber ich wünsche mir, dass da jemand ist, der laut und deutlich sagt, wir haben dieses Problem und ich möchte, dass ihr mir helft, das zu lösen. Weil das ist in erster Linie Ihre Aufgabe. Ja. Wie sehen Sie das, Frau Käßmann, als jemand, der so ganz klassisches Bildungsbürgertum und zur bildungspolitischen Elite dieses Landes gehört und der Kinder bekommen hat und der um viele dieser Zustände auch weiß? Als meine letzte Tochter von vieren durchs Schulsystem durch war, habe ich gesagt, ein Glück, dass das geschafft ist. Jetzt ist meine erste Enkeltochter schon wieder in der Schule. Mhm. Und ich persönlich, ich verstehe zwar Ihre Abwehr dagegen, aber ich persönlich wäre für mindestens ein verpflichtendes Kindergartenjahr vor der Schule, damit die Kinder, die in die Grundschule kommen, zumindest in der Lage sind, Deutsch zu sprechen und zu verstehen, welche Regeln da sind. Ich will auch sagen, dass ich glaube, also ich verstehe zwar, dass Sie sagen, also wir wollen den Familien ihre Freiheit lassen, aber eine meiner Töchter hat drei Töchter, die lebt auf dem Land. Aber die ist sehr, sehr dankbar, dass es eine Ganztagsschule gibt und so ein Angebot gibt, weil sich die Frauenbiografien auch verändert haben. Die Mütter sind nicht um 12.30 Uhr zu Hause und haben das Mittagessen auf dem Tisch, sondern die sind sehr froh, wenn es Strukturen gibt, auch auf dem Land, wo Kinder ganztags betreut werden in den Schulen. Und ich glaube, dass das vielen Kindern sehr helfen würde, wenn das sehr klar ist, dass die Hausaufgaben auch in der Schule gemacht werden, damit sie überhaupt gemacht werden. Mhm. Und wann? Also flächendeckend sozusagen, ja? Einmal Frau Karliczek. Wir dürfen nicht suggerieren, dass wir allein in den Kitas und in den Schulen diese Probleme lösen können. Weil diese Kinder gehen wieder nach Hause und kriegen da etwas vollständig anderes vorgelebt. Ich glaube, so einfach ist das Problem nicht. Aber deswegen muss man sie doch da rausholen. Die Kinder gehen trotzdem nach Hause und die Kinder haben trotzdem das Vorbild der Eltern. Ich glaube, aber dann das haben ist Sie zumindest mal eine Alternative gesehen. Die Antwort darauf kann doch nicht sein, dann lassen wir sie gleich da drin. Nein, die ganze Zeit. Ist es ja auch nicht. Aber ich glaube, wir müssen da viel grundlegender in der Gesellschaft drüber sprechen. Haben Sie recht. Und dann muss man aber auch klar machen, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist. Also es gibt viele, wo das Thema gleichberechtigt leben, gemeinschaftlich arbeiten, gemeinschaftlich Kinder erziehen schon sehr weit angekommen ist. Und wir dürfen nicht immer das Kind mit dem Bade ausschütten. Dass wir ein Problem haben an manchen Stellen. Ich glaube, das negiert auch keiner mehr. Aber das muss dann eine breite gesellschaftliche Debatte bringen. Das kann man nicht alleine in Kitas und Schulen abladen. Sie können die anstoßen, das ist doch genau das, wo im Grunde Lehrer sagen, alles wird bei uns abgeladen und dann sind sie irgendwann überfordert und finden überhaupt keine Wertschätzung mehr. Im Gegenteil. Dann werden sie getreten dafür, wenn irgendwo was nicht richtig läuft. Und so einfach ist die Welt nicht. Ich finde das gut, dass Sie die Debatte heute jetzt hier anstoßen. Das finde ich gut, weil genau über solche Dinge müssen wir reden. So. Letzter Punkt. Was ist mit religiösen Symbolen? Wir leisten uns Diskussionen wochenlang über die Frage, sollen in Bayern irgendwo Kruzifixe aufgehängt werden? Wir reden nie darüber, ob zum Beispiel im Schwimmunterricht auch muslimische Mädchen teilnehmen sollten, ob wir das endlich mal verpflichtend machen. Was haben Kopftücher an Schulen verloren, ja oder nein? Wie ist Ihre Haltung dazu? Natürlich haben, wenn der Schwimmunterricht Pflicht ist, dann haben auch muslimische Mädchen am Schwimmunterricht teilzunehmen. Da gibt es auch gar keine Debatte drum. Die Frage ist ja dann, dürfen sie dann in einem Burkini teilnehmen oder müssen sie im Grunde dann Kleidung anziehen, wie wir haben? Ich würde dann dafür plädieren, wir sagen klar, dass das eigentlich nicht die Standardkleidung bei uns ist, aber mir ist lieber, sie machen mit. Dann sind wir nämlich beim Thema Teilnehmen und Mitmachen. Und am Ende muss man dann darauf setzen, ich glaube, das ist ein Spagat und das ist auch nicht so einfach. Ja, genau. Wir sollten eben nicht tun, als wenn man das mit einer Regel in irgendeiner Form sofort bestimmen kann. Wir müssen sie ja überzeugen. Wir müssen zeigen, dass wir hier anders miteinander leben. Sollten sie aber trotzdem mitmachen lassen. Wir sollten sie ermutigen. Ja? So. Okay. Dann kommen wir, glaube ich, in die richtige Debatte. Wir müssen es vorleben, dass bei uns das Leben ein anderes ist, dass es bei uns selbstverständlich ist, dass Mann und Frau miteinander gut umgehen, dass sie einander achten, dass sie einander schätzen, dass der eine den anderen nicht dominiert und dass das unser Selbstverständnis ist. Und wenn wir das vorleben, werden wir auch wieder erreichen, dass es immer weitere Kreise auch da erreicht, wo wir heute Schwierigkeiten haben. Aber dass wir, ich sag mal, nur damit, dass sie ab 3 in die Kita gehen würden, damit werden wir das Problem immer noch nicht los. Und deswegen dürfen wir nicht einfache Lösung suggerieren und am Ende dann im Grunde die Erzieher und dann die Lehrer letztendlich damit wieder überfordern und alleine lassen. So lösen wir das Problem definitiv nicht.
Aber so lösen wir es natürlich auch nicht, indem wir es einfach so weiterlaufen lassen. Wir lassen es ja nicht laufen. Das ist ja genau das. Wir gehen ja hin und nehmen uns dieser Problematiken an und sagen, okay, da, wo die Probleme besonders groß sind, da gucken wir hin, was können wir tun. Der Ganztag kann natürlich helfen, solche Probleme zu lösen. Dann muss ich eben da den Ganztag machen, wo diese Probleme auftreten. Ein letztes Beispiel noch. Warum machen wir Kinder immer zu Objekten von irgendwelchen komischen Experimenten beispielsweise? Rechtschreibung nach Gehör. Die einen machen es noch gerne. Was ist das für ein Wahnsinn? Wo ist die große, breite Debatte? Wo ist die große, breite Debatte zu diesem Thema? Ich meine, da sitzt einer, der Sprache liebt und beherrscht wie wenige andere. Und der, wie er selber sagt, komischerweise wenig inspiriert worden ist, irgendwie zur Schulzeit. Wie machst du das, Sebastian, mit deinem 6-jährigen Sohn? Schreibt er nach Gehör oder wie macht er das? Da wird an der Grundschule tatsächlich Schreiben nach Gehör unterrichtet in Nordrhein-Westfalen bei uns. Und ich glaube aber, dass das so eine Debatte ist, die wird so ein bisschen... ja, fast mit hysterischer Art und Weise zwischen den Eltern geführt, weil da gibt es die einen, die sagen, das kann man überhaupt nicht so machen. Die anderen sagen, das ist der ultimative, beste Weg. Ich glaube, man übersieht ein Stück weit auch dabei, dass es in Sachen Erziehung dann auch bei den Lehrern jeweils liegt, wie sie das umsetzen. Und ich glaube, die Lehrerinnen und Lehrer werden ein bisschen unterschätzt. Die gehen viel individueller damit umgucken, wie die Kinder das schaffen und welche Kinder man wie fördern muss. Und ich glaube... Es ist auch ein Stück weit das Problem, dass da dann wieder viele Eltern glauben, sie wissen es besser als alle Lehrer und sie wissen es besser als die Politiker und sie wissen es besser als die Wissenschaftler, die in Studien feststellen, ob das eine gute Methode ist oder nicht, die man vielleicht mal in den Alltag implementieren sollte. Frau Nier, wie erleben Sie das? Das ist eine Gratwanderung. Es ist total schwer. Also ich versuche selber auch nicht die Sorte Mutter zu sein, die irgendwie immer alles besser weiß als die Lehrer und habe großen Respekt vor dem Job, den die machen. Und andererseits kann ich auch Eltern verstehen, die misstrauisch sind, weil an den Schulen halt viel schief läuft. Also es gibt ja sehr oft guten Grund dazu, genau zu fragen, was habt ihr da im Unterricht eigentlich gemacht und was steht eigentlich in den Schulbüchern drin und ist das State of the Art und was ist da eigentlich genau drunter zu verstehen, wenn ihr irgendwie PC-Unterricht habt, was lernt ihr da? Also es ist wirklich eine Gratwanderung. Wir brauchen ja eigentlich Eltern, die sich einbringen. Ich finde, meine Tochter war ein halbes Jahr in Amerika auf der Schule, als wir immer da waren und in der Preschool und die Selbstverständlichkeit, mit der Eltern und Lehrer da zusammenarbeiten, ist zum Beispiel auch etwas, wovon sich viele deutsche Schulen was abgucken können. Also das ist, glaube ich, so eine Aufgabe der Zukunft, die so im deutschen Denken noch nicht so verankert ist, dass man wirklich Hand in Hand arbeiten muss, dass es gut ist, wenn die Eltern möglichst viel darüber wissen, was in der Schule passiert. Das hat nicht jeder deutsche Lehrer gern. Haben Sie, Frau Karliczek, letzte Frage, was das angeht, gerade auch als Quereinsteigerin, die sich ja einen ganz ungetrübten Blick sozusagen auf das System leisten kann, haben Sie ja manchmal das Gefühl, dass da auch Lebenslügen gerade zerplatzen? Ich erlebe das so im Gespräch mit manchem grünen Spitzenpolitiker zum Beispiel, wo man dann mitkriegt, da wird dann hier für Multikulturalismus gepredigt, und alle Schulen und alle gemeinsam und Inklusion und die ganzen Themen, die wir haben. Und erfahre dann aber hinter den Kulissen, dass die eigenen Kinder selbstverständlich auf die teure Privatschule gehen. Das sind so Dinge, die kriege ich nicht zusammen. Ja, das ist nicht konsistent. Das Thema Privatschulen ist ja eigentlich nur aufgekommen, weil es in öffentlichen Schulen teils Defizite gibt. Eigentlich ist es ja unser Ziel, dass alle sich in einer öffentlichen Schule gut aufgehoben fühlen. Genau. Und den Qualitätsstandard müssen wir im Grunde liefern. Wir haben in der letzten Legislaturperiode schon angefangen, Sie haben eben die Toiletten angesprochen. Wir haben in der letzten Legislaturperiode schon angefangen, viel Geld in die Länder zu geben, damit das Thema Sanierung von Schulen angegangen werden kann. Das Geld ist auch gar nicht mehr das Thema, ne? Das habe ich verstanden. Dann sind wir nämlich bei den Handwerkern, die das Ganze umsetzen müssen. Und da stoßen wir ja, das ist auch Teil der Wahrheit, da stoßen wir im Moment an die Grenzen, das ist wahr. Aber wichtig ist uns doch, dass wir öffentliche Schulen haben, die überall so gut sind, dass sie im Grunde, dass sie attraktiv sind und zwar für alle Kinder. Mhm. Weil das ist ja das Thema Durchmischung von Gesellschaft. Durchmischung von Gesellschaft, dass Kinder unterschiedlicher Herkunft sich da treffen und dann eben auch ein kulturelles Verständnis füreinander kennenlernen in der Schule. Dadurch, dass wir halt weiterführend zum Beispiel den Wehrdienst nicht mehr haben. Das war ja auch so ein Treffpunkt, wo alle hin mussten. Und dadurch ist es wichtig, dass sich Kinder in den Schulen treffen. Und deswegen finde ich, muss die öffentliche Schule so attraktiv sein, dass es im Grunde keine Notwendigkeit mehr gibt, dass immer mehr Privatschulen aus dem Boden gestampft werden. Also, Sie machen das seit 7 Monaten und können überhaupt nicht
alle Probleme des deutschen Bildungssystems lösen. Aber ich hoffe, wir sehen uns mal wieder, weil es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Absolut. Und immer man auch gerade mit Menschen, die viele Bücher schreiben zum Beispiel, darüber spricht, das brennt denen wahnsinnig Natürlich. Unter den Nägeln. Weil es auch Leuten wie Ihnen, denen brennt das richtig auf der Seele. Immer, was passiert da eigentlich? Und ich hatte hier eine Lehrerin sitzen, ich glaube irgendwo aus dem Hessischen, weil Sie vorhin gerade sagten, da läuft alles wunderbar. Die sagte, ich habe das Gefühl, wir fahren eine ganze Generation gegen die Wand. Ich habe gesagt, wir haben genügend Lehrer, deswegen läuft nicht alles wunderbar. Das Oder sind zwei so, verschiedene muss man differenzieren, haben Sie recht. Danke Ihnen ganz herzlich, Frau Karliczek, alles Gute für das, was Sie da vorhaben. Große Herausforderung und Aufgabe. Frau Käßmann sitzt bei uns. Wir haben gerade vorhin gerade gehört, da gibt es dieses Nachwuchstalent namens Friedrich Merz mit 63. Sie sind 60, Frau Käßmann, und sind in Rente. Jetzt könnten Sie eigentlich noch mal in der CDU was werden. Also ich bin wirklich eine Frau der Kirche immer gewesen und Parteipolitik ist nicht so meins. Also die gesellschaftlichen Themen interessieren mich, die politischen Themen interessieren mich, das war immer so, aber Parteipolitik ist nicht so mein Thema. Sie haben sich immer eingemischt. Ich habe oft gedacht, warum macht sie das nicht? Schade eigentlich. Ja, aber da hätte ich in eine Partei eintreten müssen. Und ich finde, eine Pfarrerin, das muss ich sagen, das fand ich immer gut als Pfarrerin. Ich konnte mit Menschen aus allen Parteien sprechen, über Anliegen, über Themen. Und ich glaube, dass das auch eine große Freiheit einer Pfarrerin ist, sich nicht an eine Partei zu binden, weil andere sich dann immer ausgeschlossen fühlen. Sie haben im Juni Ihren Job als Botschafterin der EKD abgegeben. Das heißt, Sie sind jetzt... Ja, ich bin am 30. Rentnerin. Juni mit einem Gottesdienst verabschiedet worden in Pension. Und das ist jetzt niedersächsisches Beamtenrecht. Da können Sie also sagen, Sie gehen mit 60, 63 oder 66. Da müssen Sie ausrechnen, also wie viele Abschläge habe ich. Und da meine letzte Tochter dann auch durch Studium durch war und ihr eigenes Geld verdient, habe ich mir das ausgerechnet und habe gedacht, das kann ich. Ich kann immer noch Bücher schreiben. Ich bin als Pfarrerin zwar entpflichtet, aber ich kann predigen, taufen, trauen, beerdigen, so viel ich Lust habe. Also Langeweile werde ich nicht haben. Das heißt, aber Sie könnten uns alle noch auf den rechten Weg führen. Wenn Sie möchten, sehr gerne. Ja, jederzeit. Ich weiß nicht. Ich bin gerne bereit. Von mich. Okay. Also sollte jemand von Ihnen in die Kirche eintreten wollen, ich bin nachher noch zur Verfügung. Sie stehen zur Verfügung, das finde ich gut. Ja, ist auch so ein Thema. Ist ein wichtiges Thema, weil ich schon finde, dass die Kirche eine wichtige Kraft ist, auch wenn es um Orientierung geht. Ja, und ehrlich gesagt fällt die ja auch aus, finde ich im Moment an vielen Stellen. Also ich finde schon, dass die Kirche sich unwahrscheinlich engagiert, das muss ich sagen. Wie viele, ich nehme jetzt einmal... Ich meine jetzt nicht, dass sich die Kirche nicht engagiert, aber die Leute fühlen sich offenbar nicht mehr abgeholt, ist so ein schlimmes Wort dafür, oder angesprochen. Also das finde ich schwierig, das kann man auch nicht so pauschal sagen, weil ich Kirchengemeinden kenne, wo das wirklich richtig gut funktioniert, wo die Kirche mitten im Dorf ist und auch ein Sozialisationspunkt. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, es gibt auch Orte, da gehe ich dann in die Kirche und dann denke ich, da bin ich mit 60 ja fast die Jüngste und da kriege ich dann auch einen Schreck. Ich bin manchmal auch traurig, ich sehe dann, dass Leute eine Kirche besichtigen, wie so irgendwas aus dem Museum. Aus dem Museumsverein. Da denke ich, nein, das ist was ganz Lebendiges. Das hat mit uns heute zu tun. Der christliche Glaube gibt heute Orientierung, ist nicht was von vorgestern und ist kein Museum, wo ich mal gucke, wie das früher war. Also ich finde auch, also wenn wir über Bildung reden, ich habe mich neulich gestritten, also dann heißt es, also Kinder brauchen keine biblische Bildung in kommunalen Kitas. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, aber Ihr Sohn, der sieht jetzt ein Schiff mit lauter Tieren drauf und hat keine Ahnung, dass das die Arche Noah ist, ja? Also ist doch auch eine Bildungsfrage, dass ich das weiß. Das ist ein Viehtransporter oder sowas, ja. Ja, das ist doch auch eine Bildungsfrage, dass ich das weiß. Entschuldigung, ja. Ja, das war. Ja, überhaupt finde ich ja, dass wir überhaupt ist doch unser christliches Erbe. Denk oft auch, wenn ich Pegida-Veranstaltungen sehe, so am Montagabend, da juckt es mich manchmal. Eigentlich würde man da gerne hinfahren und einfach nur mal fragen, sagen wir doch einfach nur 3 von den 10 Geboten. Mit 3 wäre ich schon zufrieden, weil da wird ja dann das christlich-jüdische Erbe wird dann immer beschworen. Und ich bin mir sicher, ich werde keine ausreichende Antwort darauf kriegen. Also ich muss sagen, das macht mich auch... also das regt mich ja natürlich auch auf, weil ich sage, da sagt einer, er verteidigt das christliche Abendland, weiß aber nichts von Jesus. Sag mir doch mal die 7 Todsünden. Dazu gehört zum Beispiel auch Menschen nicht zu hassen. Geiz, Gier und anderes auch. Das muss man der Wirtschaft dann manchmal sagen. Aber ich muss ganz klar sagen, dass ich finde, das christliche Abendland zeichnet sich gerade dadurch aus, dass wir sowas kennen wie Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Zuwendung zu den anderen und eben nicht Hass, Ausgrenzung, Abwertung von anderen Menschen. Und ja auch das Thema, das wir gerade hatten, ja auch. Ne? Also es wird dann so klar, wenn man
wird einem so klar, wenn man auch ein bisschen rumkommt so in der Welt, wie sehr wir da doch geprägt sind. Egal, ob wir in die Kirche gehen oder nicht. Aber das prägt uns unglaublich. Diese Idee, dass wir uns, so wie Sie auch, dass man sich wahnsinnig anstrengt und plötzlich ist man Bildungsministerin. Also plötzlich wird man belohnt mit etwas. Das meine ich. Ja, das ist sowas, was mich als auch ganz persönlich biografisch, also mein Vater war Kfz-Mechaniker, meine Mutter war Krankenschwester. Wir Kinder haben alle Abitur gemacht und studiert. Für meine Eltern war Bildung ein ganz hohes Ideal. Und deshalb wünsche ich mir so, dass Eltern heute auch sagen, Mensch, wir tun alles für die Bildung unserer Kinder. Meine Eltern haben sich wahnsinnig angestrengt, dass wir aufs Gymnasium gehen konnten. Und das würde ich so gerne Eltern sagen. Strengt euch an, dass eure Kinder das schaffen. Das ist es wirklich wert. Und das ist auch ein sehr, sehr christlicher Impetus. Ja, lerne was. Du hast eine Aufgabe, lern was. Ja. Genau, da gibt es eine Aufgabe für dich da draußen. Und Martin Luther wollte ganz klar, dass die Menschen selber lesen lernen. Deshalb hat er die Bibel in die deutsche Sprache übersetzt. Das hat mich als Reformationsbotschafterin auch immer angetrieben. Und ich habe gesehen, in anderen Ländern dieser Erde zeichnen sich gerade auch die Christen eben dadurch aus, dass sie versuchen, auch den Ärmsten Lesen und Schreiben beizubringen. Also Bildung ist schon ein großes Gut. Absolut so. Ihr Buch kann man auch lesen. Schönes Buch übrigens. Schöne Aussichten auf die besten Jahre. Ja. Wann fangen die an, diese besten Jahre? Haben Sie da einen Termin für mich? Ich muss das wissen. Ja, die sind jetzt noch ein bisschen jünger. Also 60 ist ein guter Punkt, finde ich. So, da fangen die schönsten Jahre an. Deine Kinder sind erwachsen. Ich weiß gar nicht, wie alt ihre jetzt sind. Aber ich hatte so den Eindruck, die Kinder sind jetzt erwachsen. Ja, die Enkel musst du nicht erziehen. Die kannst du einfach verwöhnen. Da darfst du ein Gummibärchen füttern. Das ist erlaubt. Du kannst, das heißt, sie korrumpieren ihre Enkelkinder mit Gummibärchen, ja? Ein bisschen schon, gebe ich zu. Also bei mir dürfen die Enkel Nutella essen, was sie wollen. Ja, also das ist bei uns Katholiken anders. Ja, wir ziehen durch. Achso, die Katholiken. Ziehen das durch. Okay, die Protestanten sind dann immer konsequent. Die Katholiken sind vielleicht dann anders. Die Protestanten werden als Großeltern sehr sanftmütig. Die sind dann nicht mehr so streng. Ja, wir auch, aber wir beichten dann. Das ist der Unterschied. Ja, wir müssen dann gar nicht beichten. Wir haben ja keinen Papst. Von daher ist das leichter für uns. Das genieße ich sehr. Und dann genieße ich zum Beispiel, dass ich mein Leben lang, ich war ja auch berufstätig mit 4 Kindern, also ich bin immer um 6 aufgestanden. Immer tak, tak, tak ging das den ganzen Tag durch. Und heute denke ich manchmal so um 7:30, auch bis 8 könntest du auch noch liegen bleiben. Wirklich? Das ist genau dein Thema, Sebastian. Das ist absolut richtig. Wir rennen ja dem Jugendwahn hinterher und Schönheitsidealen, die so gar nicht zu erfüllen sind. Wenn ich mir anschaue, wie die Leute auf den Covern von Magazinen aussehen oder auf Werbeplakaten, die sind alle zurecht operiert, digital überarbeitet. Und dann denken alle, so muss ich aussehen. Aber in Wirklichkeit sieht kein Mensch so aus. Selbst die Models, die da abgebildet sind, sehen in Wirklichkeit gar nicht so aus. Und deswegen glaube ich auch, ist wichtig, sich ein bisschen locker zu machen und diesen ganzen Leistungsdruck der Optimierungsgesellschaft so ein bisschen an sich vorbeigehen zu lassen. Ja, wenn ich glaube, ich glaube, da kann man von den Amerikanern viel lernen. Man denkt ja, das ist so das Land der Schönheitsoperationen und des Jugendwahns und so. Und in Wahrheit sind die geburtenstarken Jahrgänge, die Babyboomer in Amerika noch ein bisschen älter, so die Jahrgänge von Meryl Streep und Bill Clinton und so. Ja. Und die haben eigentlich so das Motto ausgegeben, auch die große amerikanische Rentnerlobby zu sagen, wir sagen ja manchmal so, 50 ist das neue 40 oder 60 ist das neue 30 oder solche Sachen. Die sagen, 50 is the new 50, 50 ist das neue 50. So, und das sagen, finde ich gut. Own your age, tu nicht so, als ob du jünger wirst. Also genau das, was sie sagen. Und ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Bewegung, die kommt auch nach Deutschland. Vielleicht sind Sie jetzt die Speerspitze mit Ihrem Buch. Genau. Ja. Das stimmt. Das heißt, da gibt es mehr Ehrlichkeit, ja? Da gibt es mehr Ehrlichkeit, ja? Ja, und dazu stehen. Und ich glaube auch, die Unterschiedlichkeit innerhalb eines Jahrgangs ist so groß, dass man nicht sagen kann, jeder 60-Jährige ist total fit. Aber das Geburtsjahr sagt einfach viel weniger über den Menschen aus als früher, glaube ich. Wo einfach die Jahrgänge viel einheitlicher waren und wo man sehr allgemein über die Rentner sprechen konnte. Es gibt ja so diese Fehlannahme zu sagen, Jugend ist das Zeitalter der Individualität und man redet generell über die Alten. In Wahrheit ist es genau umgekehrt. Teenager wollen meistens so aussehen wie die anderen ihrer Altersgruppe. Die wollen die gleichen Frisuren haben, die gleichen Musik hören, die gleichen Klamotten tragen. Und die Älteren sind total unterschiedlich. Also ein Onkel von mir war neulich bei einem Klassentreffen und einige Leute, die da waren, die sahen aus, als hätten sie ihren Sohn mitgebracht und andere eher schon ein bisschen so weiter fortgeschritten im Alterungsprozess. Auch ja, physisch. Also beim einen oder anderen fragt man sich, wie hieß der nochmal? Wer war das nochmal? Was macht der eigentlich hier? Den kenne ich nicht.
Ja, und die Ehrlichkeit bedeutet, also man hat immer wieder so das Phänomen, Leute machen irgendwie, buchen eine Busfahrt nach, was weiß ich, nach Prag mit vielen anderen Rentnern, gehen da rein und sagen, da will ich jetzt nicht mitfahren, da sind ja nur alte Leute. Also man hat auch gerne so eine Fehlwahrnehmung davon, wer man selber ist. Also Ehrlichkeit gehört auch Ehrlichkeit zu sich selbst dazu. Aber unsere Systeme, das habe ich auch versucht auch zu sagen, unsere Systeme sind auch so starr. Ja, jetzt heißt es, du musst bis 67 arbeiten, damit du da sozusagen die volle Rente kriegst. Dann siehst du aber, dass, also wie viele Menschen arbeiten überhaupt noch nach 63, das sind glaube ich jetzt 20% überhaupt, die das noch schaffen. Der berühmte Maurer, der berühmte Dachdecker. Ganz viele schaffen das einfach nicht mehr. Und deshalb finde ich, müsste es auch andere Ausstiegsformen geben. Also du sagen kannst, ich gehe jetzt auf 80% oder ich mache das flexibler oder ich arbeite noch. Ja. Manche wollen auch bis 75 voll arbeiten, dann sollen sie doch. Aber wir brauchen viel mehr Flexibilität und nicht diese starren Sachen. Jetzt musst du bis dann und dann. Bei Männern ist das ja vor allen Dingen schlimm. Wenn die dann von einem Tag auf den anderen plötzlich aufhören sollen, dann kommen die in eine große Lebenskrise. Sebastian, du wolltest gerade. Du hattest gerade einen Gedanken auf der. Ja, ich habe gerade gedacht, wir reden so viel über das Aussehen und ob jemand noch so aussieht, wie er vielleicht beim Abitur aussah, beim 20- oder 30-jährigen Klassentreffen. Dabei glaube ich, gerade wenn man älter wird, muss einem auch ein Stück weit klar werden, es geht ja gar nicht nur darum, ob man, wie viele Falten man jetzt hat oder wie fit man noch ist, sondern es geht auch darum, was man weiß, was man im Leben gelernt hat. Es geht um Erfahrung, es geht darum, das Leben genießen zu können, was man weitergeben kann an die nächste Generation. Und ich glaube, diese ganzen Punkte, diese inneren Werte, auf die kommt es viel deutlicher an. Die Gesellschaft ist natürlich ein Stück weit oberflächlich. Und wir kriegen es vielleicht auch so vorgelebt in den Medien, bei irgendwelchen Castingshows oder in so Shows, wo es darum geht, wer das nächste Topmodel wird oder so. Aber das ist gar nicht das Allerwichtigste im Leben. Und ich glaube, es tut gut, wenn man sich darauf besinnt, ein Stück weit darauf zu achten, was in einem ist und nicht nur, Sebastian, was am Gesicht ist. Dass du jetzt schon von inneren Werten sprichst, das macht mich fertig. Wirklich, das geht's auch nicht. So unvorstellbar. Der junge Mann hier. Herr Kessmann, ganz grundsätzlich, haben Sie das Gefühl, dass Sie alt sind? Für mich sind Sie es zum Beispiel wirklich nicht. Ja, also meine Tante hat mich neulich angerufen, hat mich beschimpft über das Buch. Dachte schon, was habe ich jetzt geschrieben? Sagst, hey, ich bin 83 und topfit. Was bin ich denn dann, uralt oder was? Ja? Aber ich finde, wir dürfen uns auch nichts vormachen. 60, ich habe zwei Kolleginnen, die sind mit 58 gestorben, mit denen ich studiert habe. Okay, also ich finde, wir müssen uns auch klar machen, also das ist nicht die zweite Lebenshälfte, die da kommt, sondern die letzte. Ja, das ist der Endspurt sozusagen. Das stimmt. Und deshalb finde ich ganz gut, wenn du dir mit 60 auch sagst, wie will ich eigentlich jetzt die letzten Jahre leben? Wie will ich auch sterben? Ich finde auch wichtig, dass die Leute sich vorbereiten. Wenn mir ein 60-Jähriger, jetzt gucken Sie so kritisch. Ja, wirklich. Aber wenn mir Sie ein 60-Jähriger... Ja, Sie sind wie Jochen Busse, der neulich hier sagte, irgendwie der Tod steht noch nicht vor der Tür, aber sucht sich schon einen Parkplatz. Ja, das ist so. Gut. Gut. Das ist aber so, ich finde, das ist doch gut. Aber ich habe das ja auch erlebt, dann stehen da Leute vor dir, da ist der Vater gestorben und die haben keine Ahnung, wollte der eine Seebestattung vielleicht oder wollte der eingeäschert werden. Ich weiß nicht, wen ich benachrichtigen muss. Muss es da, wie soll das sein? Es gibt keine Betreuungsvollmacht. Ganz oft ein großes Problem am Ende. Bei Demenzkranken beispielsweise auch. Wer hat die Autorität? Wer hat überhaupt die Generalvollmacht fürs Konto? Und eine Beerdigung kostet auch Geld. Ich finde mit 60, also da erwarte ich von den Leuten, dass sie das mal gelöst haben. Wenn mir dann einer sagt mit 80, nein, darüber denke ich noch gar nicht nach. Da denke ich, es ist aber Zeit. Das möchte ich schon sagen. Also, das stimmt, ja. Das stimmt. Und es ist auch nicht so schlimm. Ich finde ja, also die Idee, dass jeder ewig leben wollte, also das würde ich gar nicht wollen. Also ewig leben, das ist doch nicht, was wir wollen, dass wir ewig leben wollen. Sondern das Leben ist sehr kostbar, weil es endlich ist. Wenn wir alle ewig leben wollen, ich glaube, das würde, also die ewige Wiederholung desgleichen, das wäre doch gar nicht das Ziel. Weil es schon eine schöne Vorstellung wäre, dass wir in 1000 Jahren beide wieder uns hier treffen. Herr Lachs. Ich weiß nicht. Aber Sie haben natürlich recht. Der Tod macht das Leben wertvoll, ne? Ja. Das will ich ja nur sagen, ich bin jetzt gar nicht dabei, dass ich mich dauernd aufs Sterben vorbereite, aber ich finde, das ist auch ein Punkt, mit 60 sollte man darüber schon mal nachgedacht haben. Sie sagen in Ihrem Buch, es ist wirklich ein schönes Buch, weil es eigentlich das Gegenteil von Tod und Siechtum ist. Sie machen ja eigentlich so, es ist sehr optimistisch, ist der ganze Ansatz in der Geschichte. Sie sagen auch, wir müssen uns über neue Konzepte Gedanken machen, das sehe ich genauso. Es gibt doch Leute, die mit 67 sagen, jetzt will ich eben nicht nach Hause, weil zu Hause ist auch halt nur zu Hause. Ich will eigentlich ein bisschen weiterarbeiten. Ich wünsche mir eben
unsere Gesellschaft, wir haben ja gerade darüber gesprochen, unsere Gesellschaft braucht Menschen, die sich engagieren. Sie haben gerade von Erfahrung gesprochen. Also ältere Leute haben Erfahrung, die haben Lebenserfahrung, die haben auch Berufserfahrung und können viel weitergeben. Und haben Sie ja vorhin gesagt, ich glaube eben nicht, dass wir alle auf der AIDA Champagner trinken sollten den Rest unseres Lebens, sondern dass wir uns einbringen. Also ich möchte mich engagieren für Kinder, für Frauen, für Frieden, werde ich auch mich weiter engagieren. Alte Lehrer, denke ich oft, die müssen wir alle wieder reaktivieren. Na, und irgendwie. Wir brauchen zum Beispiel Lesepaten dringend, dass Kinder lesen lernen. Und ich meine auch, dass sie Rechtschreibung lernen sollten, das ist ein anderes Thema. Also dass wir uns engagieren in dieser Gesellschaft. Wir werden auch in der Pflege oder in der Sterbebegleitung nie etwas haben, was der Staat ganz leistet oder die Politik, sondern wir brauchen zivilgesellschaftliches Engagement. Das sehe ich jetzt in der Generation meiner Töchter. Die sind echt in der Rush-Hour des Lebens. Ja, Kinder, Beruf, da denke ich, sind die Alten auch gefordert, dass die sich in der Zivilgesellschaft einbringen mit ihrer Lebenserfahrung. Das heißt, da sind sie. Es ist gar nicht nur ein Fordern, oder? Es geht doch darum, dass man Gemeinschaft hat, dass man nicht alleine ist. Ja, klar, macht's auch und das, Spaß. So, deswegen, und das, finde ich, ist der Punkt, dass man sagt, so, wir wollen doch über die verschiedenen Generationen wieder diesen Austausch. Und dieses Starre zu sagen, so, jetzt sind wir am Ende, das ist doch Quatsch. Wir werden immer älter, wir werden immer fitter älter, das ist gut so. Also haben wir doch noch, wir wollen uns vielleicht nicht mehr mit 40 Stunden, nicht mehr so viel einbringen, aber einbringen und mitmachen, das ist doch eigentlich das Wertvolle am Leben, oder? Und dafür möchte ich Modelle das haben. Das war auch, ja. Okay. Das gibt zum Beispiel. Also ich finde, ich sehe jetzt Kindertagesstätten, die bieten ehrenamtliche Großeltern an. Also da kannst du jetzt sagen, deine Kinder wohnen in München, Köln oder sonst wo, aber du hast Zeit. Du möchtest dich nicht 40 Stunden engagieren, aber zwei Nachmittage die Woche kannst du einer alleinerziehenden Mutter echt zur Seite stehen. Und sowas, solche Partnerschaften, die brauchen wir in der Zivilgesellschaft. Also müssen Gesellschaft oder Zusammenleben auch neu denken, sozusagen. Ja, das macht ja dann auch Spaß. Dann heißt alt sein, ich muss nicht jeden Morgen um 7 irgendwo antreten. Aber ich kann um 11 da sein oder von 15 bis 17 Uhr. Also ich kann mich einbringen und meine Erfahrungen einbringen. Und das ist übrigens wirklich ein Mann-Frau-Thema, weil Sie vorhin danach fragten. Ich glaube, für Frauen ist es noch viel selbstverständlicher, weil es häufiger so Biografien wie Ihre gibt von welchen Frauen, die eine Kinderphase im Leben hatten und dann noch mal durchstarten. Sie haben ja auch gewartet, bis die Kinder im Teenageralter sind und haben dann noch mal Gas gegeben beruflich. Und ich glaube, das ist für viele Männer nicht so selbstverständlich. Frauen haben viel länger schon so untypische Erwerbsbiografien gehabt mit Abschnitten, wo mal das eine dran ist und das nächste. Und ich glaube, da gibt es auch eine viel größere Selbstverständlichkeit, dass das mit dem Renteneintritt nicht einfach so zackartig losgeht. Und was ist mit dem Begriff, oder können Sie mit dem Satz in Würde altern was anfangen? Ist so eine Stanze, die man immer hört. Ja, in Würde altern heißt für mich, dass ich für mich auch einsehe, dass da jetzt Grenzen sind. Die sehe ich ja auch. Die werden mehr werden, das weiß ich, mit 70, mit 80. Wer weiß, wie alt ich werde. Aber dass ich das sehe, aber dass ich meine eigene Würde habe, aber dass auch der Respekt der Gesellschaft da ist. Weil das finde ich schon, dass in der Gesellschaft auch so alt sein ist, so irgendwie überhaupt nichts mehr wert sein. Das ist es ja gar nicht, sondern die Gesellschaft braucht die Alten auch. An manchen Punkten merkt man das schon. Jetzt gucken Sie sich mal allein das Fernsehen an. Ich habe ja nichts gegen das ZDF natürlich, aber wenn da... Also bitte. Ja. Dem ZDF können Sie wirklich viel nachsagen, aber nicht, dass wir ein Power-Jugendsender sind. Wirklich nicht. Also das kann man... Nein, das ist wahrscheinlich noch... Also ich bin jetzt ganz vorsichtig, ich sage jetzt gar nichts. Sagen Sie es ruhig. Gucken Sie sich mal bestimmte Serien an. So alte Leute wie ich, die sitzen ja auch hier. Da werden die Chefärzte werden dann von Leuten gespielt, der ist vielleicht 40, der Schauspieler. Dann denke ich, also wann soll der Junge überhaupt je studiert haben oder seinen Arzt im Praktikum gemacht haben? Also so richtig Alte siehst du im Fernsehen kaum, finde ich. Hallo, Sascha Hehn steuert das Traumschiff. Das gucke ich nur nie, das muss ich mir mal angucken. Ja. Und Sascha Hehn könnte auch schon in Rente gehen. Also... Oder? Ist doch so. Ja. Wer altert denn eigentlich besser, Frau Käßmann, zum Schluss gefragt, Frauen oder Männer? Was ist Ihr Gefühl? Sie reden ja mit unheimlich vielen Leuten. Also ich glaube, dass Frauen besser altern, weil sie, wenn sie darüber hinaus sind, dass sie sich dauernd Botox spritzen müssen oder sowas. Also, würden Sie sowas machen? Also ich habe mir das natürlich überlegt, das ist ja... Wirklich? Na klar, also das wird ja dauernd angeboten, ja. Also ja, also das kriegen sie überall. Aber dann habe ich gedacht, wenn ich das anfange, ich sehe jetzt schon, meine älteste Tochter ist 36, hat drei Töchter, aber die hat ja jetzt auch schon ein paar Falten hier, dann stimmt ja was in der Generationenfolge nicht. Also ich habe jetzt gesagt, nein, ich werde das nicht machen, ich lebe jetzt mit meinen Falten, aber ich glaube, dass... das finde ich gut. Aber ich glaube, was Frau Nia sagt, das ist richtig, Frauen haben eben... Die haben immer viel anderes, ja, also viele soziale Beziehungen, vieles Engagement und so. Ich erlebe mehr Männer in meinem Alter, wenn auf einmal die Firma sagt und tschüss, das war's, dass die echt in so eine Schockstarre fallen und sagen, was mache ich denn jetzt? Also Frauen haben immer ganz viel soziale andere Sachen, die sie sowieso machen. Deshalb glaube ich, manchmal Frauen haben es leichter. Das glaube ich.
nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Okay. Ja, finden Sie? Können wir weiter diskutieren. Also ich glaube, Frauen haben es. Ja. Also ich jedenfalls habe kein Problem damit, alt zu werden. So. So, das ist gut. Das ist doch mal ein schöner Satz. Lass mal so stehen. Sie waren ein tolles Buch, Frau Kessmann. Hängen doch diesen Gedanken hinterher. Nee, unterm Strich haben es, glaube ich, Frauen immer noch deutlich schwerer, weil es viel komplexer ist alles und viel undankbarer. Das ist der Punkt irgendwie. Die Männer kümmern sich immer um die großen Linien, ja, um das große Ganze. Und Frauen müssen dann so den ganzen Rest machen. Aber ich sage mal, die großen Linien interessieren mich auch. Ich glaube, die anderen Frauen hier auch. Ja, ich weiß, genau. Aber man lässt sie nicht, das meine ich damit. Wir haben gerade gehört, Frau Kessmann ist kurz davor, sich ganz Körper zu botoxen. Optimierungswahnsinn. Ist das der Grund, warum du auf dieses herrliche Buch gekommen bist? Endlich erfolglos. Da ist so eine Entspannung drin. Wenn man diesen Titel liest, denkt man, okay, endlich. Endlich, genau. Ja, ja, weil ich glaube, wenn man mal genauer darauf achtet, was so gesellschaftlich vor sich geht, spüre ich diesen Leistungsdruck schon. So. Also ein gefühlter Chor der Selbstoptimierer um einen rum, die immer sagen, du musst schneller werden, du musst besser werden, du musst jünger werden, du musst ein besseres Handy haben, du musst besseres Auto fahren, du musst anders werden, du musst schlanker werden, du musst muskulöser werden, du musst hügel werden, aber vor allen Dingen bleib du selbst. Das geht nicht. Ja. 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 Du sagst, du hast oft das Gefühl in deinem Leben, der Satz hat mir sehr gut gefallen, ich habe oft das Gefühl in meinem Leben, da sitzt ein kleiner Christian Lindner in meinem Hinterkopf und schreit immer Leistungsgesellschaft. Ja, genau, genau. Und dann geht man eben morgens aus Versehen joggen, ne? Obwohl das Sofa doch so gemütlich aussieht. Und das sind so Automatismen, die dann eintreten. Und ich glaube, dass es tatsächlich ein Problem ist, weil wir ständig gucken, was wir an uns optimieren können. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass wir ständig denken, dass wir so, wie wir sind und so, wie wir es machen, okay nicht okay sind. Genau. Und das ist auch ein total christlicher Gedanke, dass man eigentlich okay ist, wie man ist. Genau. Genau. Dass ich eine Falte habe, aber ich bin trotzdem noch ein Mensch. So. Ja. Aber sag, du hast dich beschäftigt mit diesem Ratgebermarkt. Es gibt kein Genre, wahrscheinlich außer Thriller wahrscheinlich, Belletristik nochmal was anderes, aber zum Thema Sachbücher, das so verkauft wird wie Ratgeber. Es ist der helle Wahnsinn. Ich bin ins Staunen geraten über die Zahlen. 1,3 Milliarden Umsatz. Ja, also es ist so, dass jedes siebte Buch, das in Deutschland verkauft wird, mittlerweile ein Ratgeber ist. Jedes siebte Buch. Und ich habe erst mal gestaunt und gedacht, so, nanu, wer hat denn sieben Bücher? Aber... Aber dann muss man schon sagen, das sind 1,3 Milliarden Euro, die die Deutschen pro Jahr für Ratgeber ausgeben. Das ist schon eine Menge. Ja. Ja. Worauf stößt man da? Man stößt teilweise auf ein paar gute Tipps, aber auch auf viel Absurdes, wenn man mal genauer hinguckt, was es da so gibt. Ich habe zum Beispiel ein Buch gefunden, über das ich gestaunt habe. Das heißt, mit Ratgeber-E-Books im Internet Geld verdienen. Also ein Buch darüber, wie man Ratgeber-E-Books im Internet vertreiben kann, das aber als Taschenbuch im Handel ist. Da habe ich gestaunt. Oder Selbstverteidigung mit Alltagsgegenständen. Da ist Band 2, der Untertitel ist mir im Gedächtnis geblieben, Band 2 von Selbstverteidigung mit Alltagsgegenständen ist Flüssigkeiten, Gase und harte und flexible Gegenstände. In diesem Buch wird tatsächlich erklärt, wie man sich mit einem Kochtopf oder einer Tafel Schokolade selbst verteidigen kann. Sensationell. Sehr gut. Und was ist mit diesem Buch Guter Sex trotz Liebe? Das gibt's wirklich? Das gibt es tatsächlich. Und da Wer ist der Autor? Wen müssen wir da mal einladen? Das ist eine gute Frage. Den Namen habe ich mir nicht gemerkt. Es ist aber so, dass Ulrich Clement heißt der so? Ja, Ulrich Clement, genau. Ja, der war es. Ulrich Clement, Guter Sex trotz Liebe. Da habe ich gedacht, das ist, als ob jemand ein Buch schreibt, Gutes Kochen trotz toller Zutaten. Also, ja auf den oder Gutes Buch trotz Seiten oder so. Gutes Buch trotz Seiten. Völlig verrückt. Was noch? Was? Ziegen-Yoga gibt es wirklich? Es gibt tatsächlich Ziegen-Yoga. Das ist, da muss man sich so vorstellen, dass Leute in einen Raum kommen und viel Geld für diesen Kurs bezahlen, um Yoga zu machen, und dann ist eine Ziege mit anwesend. Ich weiß nicht genau, was die Leute sich dabei denken, aber ich vermute, die Ziege findet es sehr lustig. Ja, aber das ist ernst gemeint, ja? Das ist durchaus ernst gemeint. Es gibt ganz viele Yoga-Varianten, über die man dann doch erstmal staunt, wenn man es liest. Es gibt auch Bier-Yoga. Das wird von Leuten gemacht, die sagen so, ja, wir wollen eine neue Herausforderung. Und wir haben festgestellt, diese Yoga-Positionen sind viel schwieriger zu machen, wenn man sehr betrunken ist. Es gibt auch Wut-Yoga. Wut-Yoga kommt aus den USA, das heißt Rage-Yoga im Original. Und das macht man, indem man einfach wütend rumschreit wie ein Dreijähriger, der gerade in der Trotzphase ist. Als Yoga-Übung. Ja.
Damit verdienen Leute sehr viel Geld, das muss man dazu sagen. Diese 1,3 Milliarden Euro, die gehen auch irgendwo hin zu Ratgeberautorinnen und Autoren. Ja. Wie weit geht dieser Selbstoptimierungswahn? Ich glaube, er geht teilweise zu weit, weil ich habe das Gefühl, dass viele Leute, die sich ständig fragen, was ist mit mir nicht in Ordnung, wie kann ich mich noch verbessern, die werden davon teilweise krank und werden psychisch krank, körperlich krank, weil sie immer unzufrieden mit sich sind. Und das ist natürlich dann auch ein gesamtgesellschaftliches Problem, wenn die Leute sich nicht so akzeptieren können, wie sie sind. Was mit Vorbildern? Vorbilder haben sicher eine gute Funktion. Also mein großes Vorbild bei diesem Buch war zum Beispiel Paul Watzlawick mit seiner Anleitung zum Unglücklichsein. Ganz hervorragendes Buch, in dem erklärt wird, wie man es schafft, nicht mehr so viel glücklich zu sein. Was heißt denn für dich endlich erfolglos irgendwie? Also was ist denn dein Rezept nach all dem, was du recherchiert hast, für ein wirklich gelungenes, gutes Leben? Mein Rezept ist, dass man sich ein Stück weit losmacht vom gesellschaftlichen Druck, der aufgebaut wird, und dadurch, wenn dieser Leistungsdruck nachlässt, wieder atmen kann, dass man wieder essen kann, was man will, dass man anerkennt, dass Pommes auch ein Superfood sind und dass man auch ein Stück weit selbstzufriedener wird und dass man glücklicher wird und dass man einfach sagt, ich bin nicht perfekt, ich werde es wahrscheinlich auch nicht, aber ich bin so in Ordnung, wie ich bin. Ja, super. Und das, Und das, wie neulich jemand hier sagte, dass Fleisch ein echt guter Tofu-Ersatz ist, zum Beispiel. Ja. Hast du schon mal einen Ratgeber gekauft für dich? Also bist du schon mal auf diese ganze Ratgeberliteratur? Ja, ich habe jede Menge Ratgeber gekauft im Zuge der Recherche zu meinem Buch. Da aber eher auf der Suche nach Skurrilitäten und Absurdem. Ein Buch, das ich tatsächlich gekauft habe, war mal ein Nichtraucher-Ratgeber von dem Autoren Michael Ebeling, der den wunderschönen Titel trägt, Lunge, komm bald wieder. und in dem auf sehr entspannte Art gesagt wird, hör dann mit dem Rauchen auf, wenn du dich danach fühlst, schau, wie es dir geht und nicht so, zack, hör jetzt auf und das ist mein 10-Schritte-Programm, sondern man geht das ganz entspannt an. Das finde ich immer ganz gut. Hast du mal geraucht? Ich habe mal geraucht und hab dann aufgehört. Mit Lunge, komm bald wieder, oder? Das habe ich zu der Zeit auch gelesen, ja. Okay, wie hast du es geschafft jetzt ernsthaft? Interessiert die Leute? Ich habe, glaube ich, einfach dann andere Dinge getan mit meiner Zeit. Ich glaube, Rauchen ist in erster Linie so ein Gewohnheitsding. Man ist halt dran gewöhnt, wenn man an der Bushaltestelle steht, dass der Bus erst dann kommt, wenn man da steht und wartet, wenn man gerade die Zigarette anmacht. Und ich habe festgestellt, wenn man das nicht macht und einfach so wartet, kommt der Bus trotzdem. Konditionierung. Sebastian, weil du gerade 10 Schritte gesagt hast, wir sind auf etwas gestoßen von dir. Du hast 3 Texte gemacht. Ja. Hast du die im Kopf über diese 10 Zahlen? Ja. Numerische Gedichte, genau. Numerische Gedichte. Erzähl kurz, was das ist. Erklär kurz die Idee. Ja, ich habe mir gedacht, wie kann ich meine beiden Leidenschaften, Lyrik und Mathematik, zusammenbringen? Das ist eben auch eine Schnittmenge, von der ich denke, da ist wirklich jeder begeistert von. Und ich habe versucht, also Zahlen in die Lyrik einzubauen. Und dabei sind schöne Texte entstanden. Hast du das auswendig drauf? Ich habe es auswendig drauf. Okay. Ja. Ich möchte einsteigen mit einem Gedicht, das heißt Numerisches Meeting. Das geht so. Einst in der Zweigstelle einer dreisten Firma. 5 entsetzliche Gestalten versieben aus Achtlosigkeit den neuen Trend der Szene. Den war nicht mehr zu elfen. Soweit war ich gekommen, dann hat es irgendwie gehakt, weil mit 12 ist mir nichts eingefallen und ab 13, 14 nur Geschichten über Leute mit unterschiedlich vielen Zähnen an den Füßen. Das war seltsam. Ja. Dann habe ich mir einen Trick überlegt und den Text geschrieben, numerisch einen Korb kriegen. Der geht so. Yvonne, egal was ich tue, du schaust mich an, als wäre ich ein Threep-Täter und hätte Schreckliches mit dir vor. Als ob ich nach dir pfeife oder ungefragt im Bus neben dir six. Ja, sind wir denn nicht auf der 7-Wellenlänge? Ich habe extra eine Diät gemacht. Doch du sagst immer, nein. Obwohl wir so eine schöne Zukunft hätten.
Und dann habe ich gedacht, oh, das klappt ja prima auch in anderen Sprachen. Und habe ein drittes Gedicht geschrieben. Und dieses jetzt aber in einer Sprache, die ich selber nicht so richtig beherrsche. Ich war aber euphorisiert in dem Moment und habe mich mal darauf eingelassen. Dieser Text heißt Numerisches Saufen. Auf Französisch? Ja, ja. Und beginnt so. Saufen kann tödlich sein. Man stirbt einen tragischen Tod. Oder kriegt einen ganz fiesen Katre. Du nimmst Tabletten mit Vitaminen und Zink. Deine Freunde sagen, du siehst entsetzlich aus. Du weißt nicht, wie dir geschieht. Die Nöffen liegen blank. Was los? Dies, das. Ich sag mal so, die nächste Runde Bier ist besser ohne Ons. Weil egal wie du's drehst und wendest, du überlebst nicht noch einen von diesen Kartons. Ich hoffe wirklich, dass du's verstehen kannst. Sonst leck mich doch an meinem Gesäß. Vielen Dank. Großartig. Großartig. Oh, herrlich. Wow. Ist auch Rechtschreibung nach Gehör, was du da machst. Ne? Ja. Herrlich. Bist du gerade auf Deutschland-Tour? Ich bin gerade mit dem neuen Buch und dem zugehörigen Programm, das auch endlich erfolglos heißt, auf Deutschland-Tour, ja. Herrlich. Ich habe mir vor der Sendung noch die letzte Frage, gestellt, was zur Hölle machst du, wenn dieses Buch ein Erfolg wird? Nun, dazu habe ich mir was Cleveres überlegt in einer stillen Stunde. Es ist ja so, dass das Buch den Anspruch hat, ganz erfolglos zu sein. Wenn es jetzt ein Erfolg wird, dann scheitert es ja beim Versuch, erfolglos zu sein, und ist so rum wiederum erfolglos. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Doppelt den Verleihung sozusagen. Sebastian, danke dir ganz herzlich. Sebastian Rafter war heute unser Gast. Tolles Buch, endlich erfolglos. Und ich bedanke mich sehr bei drei tollen Frauen, die wir heute erlebt haben, bei Elisabeth Nia. Vielen Dank von der Wirtschaftswoche. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Margot Käßmann, der ein schönes Buch über das Älterwerden, nicht über das Altwerden gelungen ist. Und wir bedanken uns bei Anja Karliczek, der frisch gebackenen Bildungsministerin, die hoffentlich, wir müssen das weiter verhandeln, das Thema, Frau Karliczek. Ja, bitte. Die wir bald wiedersehen. Jetzt die Kollegen von Heute Puzzle, die sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dann. Danke schön. Tschüss.